Hallo, mein Name ist Luca und meine Damen und Herren, letztens haben Sirio und ich ja bereits McDonald's mit Burger King verglichen. Der ist größer, dicker, sieht frischer aus, der dagegen ist ein bisschen tot, aber ich habe mich trotzdem für den entschieden. Und ihr seht es ja auch jetzt gerade bereits im Titel eingeblendet, denn heute bestellen wir, also wir haben halt schon bestellt, ich habe Produkte bei McDonald's bestellt, die man sonst eigentlich niemals bestellen würde. Ich weiß, du liebst McRib. Yeah. So, aber ich hab den noch nie gegessen. Ich hab so Sachen dabei wie ein McDouble Chili Cheese. Ich wusste nicht mal, dass sowas gibt. Ich hab einen Snacksalat. Classic, wer isst Salat bei McDonald's? Ich hab Fruchtquatsch. Ich wusste nicht mal, was das ist. Eine heiße Tasche mit Erdbeergeschmack irgendwie. Also Apfeltasche mit Erdbeeren. Ich hab Senf bestellt. Ein Buttermilk Ranch Dip. Filet au Fisch. Eine Apfeltüte und noch ein paar andere Produkte. Mit was willst du anfangen? Boah. Ich würde sagen, das Gesunde am Ende, Apfeltüte. Kann es sein, dass du dumm bist? Okay, lass mit Chili Cheese anfangen, würde ich sagen. Fangen wir also an mit dem McDouble Chili Cheese. Verpackungstechnisch, genauso wie ein Hamburger, Cheeseburger, Chickenburger. Ziemlich schlecht. Das hier ist der Burger. Sieht auch ziemlich tot aus. Der wäre auch schlecht, wenn er am Leben würde. Der Spruch kenne ich von dem da. Wenn man das Patty oben runter nimmt, ist... Boah, nein, da sind Gewürzpunkte drauf. Ne, das sind Chilis, Bro. Jalapenos. Was? Das ist nicht Gewürzpunkte? Nein. Willst du was zur Konsistenz sagen? Ja, tot. Okay, perfekt. Komplett kacke der Burger eigentlich. Schmeckt wie ein normaler Cheeseburger. Der ist ja nicht mal scharf. Oder hatte ich einfach kein Jalapeno? Irgendwie. Schmeckt einfach wie ein Cheeseburger. Ja, aber irgendwie ohne alles. So ohne Soße auch. Schmeckt schlechter als ein Cheeseburger. Ja. Ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar. Genau. Oh, boah, Alter. Das ist richtig frittierte Erdbeere. Boah, so lecker. Ich bin ja sowieso ein richtiger Fan von sowas. Null. Boah, hat Öko. Boah. So lecker. Ich brauche, oh mein Gott. Oh mein Gott. Magst du echt nicht? Ich kann sowas nicht essen. Boah. Ey, ich finde sowas so bodenlos. Boah. Und wenn diese Erdbeer-Gelee-Zuckermasse an deinen Zähnen hängt mit irgendeiner frittierten... Du müsst halt überlegen, Sirius so einer, der spült aus seinem Mund dann nach dem Zähnenputz nochmal mit Cola aus. Machen wir weiter mit dem nächsten Produkt und zwar dem McPlant. Der kommt im Vergleich zum McDouble Chili Cheese Jalapeno Chili Whopper Cheese wenigstens in so einem Pappkarton und sieht so aus. Oh, hat wenigstens Sesamkörner drauf. Da fühlt man sich mehr Elite bei McDonald's. Oha, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Erinnert mich an Dingens, Mc Royal Test. Der erinnert mich ein bisschen an dein Gesicht. Oh, ich liebe ja diese Essensdinger. Diese Essensvideos, so gut. Wofür war das Messer eigentlich gedacht? Das hier? Mhm. Für war den Salat? Das von dir? Klar, ich komme mit... Wo ist das? Ist das von McDonald's? Ja, klar. Liefern dir die Besteck mit? Warum soll ich damit hinkommen? Keine Ahnung, chillen. Okay. Was sagst du dazu? Also sag gleich, aber tot. Ja. Also wenn das Fleisch hier drin nicht vegan wäre, sondern richtiges Fleisch, würde ich den Burger auch kacke finden. Also es liegt am wenigsten am Fleisch, an dieser veganen Fleischalternative, sondern am meisten wirklich an diesem Soßengemisch da drauf. Also auch überhaupt nicht mein Type. Als nächstes machen wir weiter mit der Bio-Apfeltüte. Die habe ich, glaube ich, als Kind mal bestellt bei McDonald's. Aber wir haben dem Burger keine Note gegeben. Ja, null. Ey, for real, bisher das Leckerste. Ja, Äpfel halt, aber da ist bestimmt auch richtig Zucker drin, ne, bei denen. Aber ja, Fruchtzucker halt. Sind auf jeden Fall ein bisschen mehlig. Muss man sagen, aber finde ich nicht schlimm bei Äpfeln. Aber meinst du, die haben nicht Zucker hinzugefügt, weil es McDonald's ist? Die Zutaten bei der Bio-Apfeltüte sind Äpfel, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure und Calciumascorbat. Weißt du warum? Damit die nicht so schnell verfallen. Zueinander und braun werden. So gammelig, weißt du? Machen wir jetzt allerdings weiter mit einem Getränk. Und zwar dem
Tropicana Orangensaft. Ich habe noch nie bei McDonald's einen Orangensaft bestellt. Generell sind das alles Produkte, die habe ich in den letzten locker 10 Jahren nicht dort bestellt. Okay, Filet-O-Fish, den haben wir getestet letztens. Bestimmt. Als Gegenstück zu Burger King. Also die anderen Sachen habe ich alle noch nie bestellt fast. Plant-Based habe ich noch nie gegessen. Heute das erste Mal war. Den habe ich schon mal gegessen, aber da war der, hatte der andere Rezeptur. Sprachen lernen, Bubble. Ja, Orangensaft bin ich ja sowieso nicht. Es hat Orangensaft. Ist aber auch okay eigentlich. Ich glaube, sogar eine super Marke, ne? Diese Tropicana. Kriegst du auch am Flughafen und so immer. Dann ist super. Super teuer. Das Problem ist, wenn ich das trinke, kriege ich ja so drin wie immer. Wer gefragt hat. Machen wir jetzt weiter mit Sirius Lieblingsburger. Ja, nicht Lieblingsburger. Hast du vorhin gesagt. Ist schon gut. Ist schon gut. Boah, der sieht, der, das Problem ist, der sieht wirklich sehr, sehr frech aus. Der sieht aus wie ein Tatort. Es ist auf jeden Fall der amerikanischste Burger bei McDonald's. Ja, okay. Und no joke, ich habe ihn mir wirklich schlimmer vorgestellt, als jetzt gerade, wo ich reingebissen habe. Ist okay, ne? Weil ich dachte, dieses Fleisch ist so zäh. Und eine Zwiebel hatte ich zum Glück nicht im Maul jetzt. Aber die Soße schmeckt auch eigentlich ganz okay. Schmeckt wie so eine Currywurstsoße. Aber es wäre definitiv immer noch der letzte Burger, den ich da bestellen würde. Machen wir nun weiter mit den McPlant Nuggets. Die haben wir auch in unserem Vergleichsvideo von McDonald's und Burger King. Burger King. Die haben wir ja da schon gegessen. Allerdings haben wir die dort in süß-saure Soße getunkt. Denn süß-saure Soße... Meine hat ein Sixpack. Sieht man? Weiß gar nicht. Schade. Ey, da gibst du 8000 Euro für eine Kamera aus, ne? Das Ding kann ich fokussieren. Ich habe süß-saure Soße auf jeden Fall auch bestellt. Die werden wir jedoch nicht nehmen, sondern den Buttermilk Ranch Dip. So nie gehört. Was ist das? Buttermilch? Nimmt man jetzt gar nicht so doll wahr irgendwie. Mm. Dieser Nugget ist auch so eklig. Ich finde die Nuggets, ich würde die immer wieder nehmen. Guck mal, wie hart. Ich würde nie wieder normale Nuggets nehmen. Findest du? Ja. Machen wir nun allerdings weiter mit dem Snack Salat Classic. Es gibt auch noch einen Caesar Salad bei McDonald's. Das wusste ich gar nicht. Die haben einfach Caesar Salad auf Elite angelehnt. Was ist das denn? Wie tot ist das? Boah. Das ist einfach Salatblätter mit Tomate. Wow. Fühlt mich wie ein Hase. Echt tot, ne? McWraps Salad Balsamico Dressing. Boah. Haben wir auch noch. Boah, das kippen schon das jetzt mal ein bisschen darüber. Ja, jetzt sieht es auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus. Doch, also ich bin ganz ehrlich, wenn man Autobahn fährt und man will sich gesund ernähren, dann bei McDonald's die Plant Nuggets und so ein Salat und so ein Orangensaft ist okay. Und weißt du, was dazu auch noch ganz gut passt? Der Fruchtquatsch, meine Damen und Herren. Ich glaube, das sind pürierte Früchte, 65% Äpfel, 20% Nektarinen und 15% Erdbeeren. Was mit den letzten 10%? Luft. Er hat nicht mitgerechnet? Ja, egal. Nein, das ich dachte, das ist so eine Knetmasse. Viermal nein. So, Apfel muss fallen oder nicht? Ich hab's früher mal gegessen mit so Spätzle. Boah, das war gut. Ich kann Apfel muss nur kommen und mit so Kaiserschmarrn. Aber mir gab's nur Spätzle. Wir haben noch zwei Produkte und zwar den Filet-O-Fish und die Apfeltasche. Beides Produkte, die ich auf jeden Fall auch schon mal gegessen habe. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Filet-O-Fish, weil letztes Mal. Boah, guck mal, wie der aussieht, Alter. Der ist top. Hätte ich nicht gedacht. Filet-O-Fish ist einfach. Als wir den letzten Mal zum ersten Mal probiert haben, den Filet-O-Fish. Ey, ich bin aus allen Wolken gefallen. Kommen wir nun allerdings auch schon zum letzten Produkt für heute und zwar der Apfeltasche. Warst du so jemand, der so Apfeltaschen gegessen hat? So warst du generell so ein Dessertmensch bei McDonald's? Siehst du mir jetzt nicht an. Oh oh. Oh oh.
zu süß. Wie werde ich in den Spiegel gucken? Halt die Fresse, du Lappen. An der Stelle würden wir das Luca Serio Food Review für diese Woche jetzt auch beenden, als wenn es so wöchentlich wäre. Wir hatten ein Produkt vergessen, das war die Senfsoße. Komm, löffel mir kurz. Weißt du, was dazu, glaube ich, super passt? Ja. MacPlant. Wenn es euch gefallen hat, meine Damen und Herren, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. No.